Weißt du, was mir jetzt gerade erst auffällt? Erzähl. Dieser kleine Stachel, der irgendwie oben aus der Hellebarde noch rausguckt. Ja. Wozu ist der da? Falls jemand mit einem Schwert irgendwie so... Damit du dir an der Nase kratzen kannst, während du im Kampf bist. Oh, das ergibt Sinn. Aber damit hallo, liebes Publikum. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Dark Souls Remastered. Hallo. Ach, mit dem Captain of the Conscious Corner und mit dem Failord. Da musste ich aufstoßen, Entschuldigung. So, und jetzt gucken wir doch mal, was sich am Ende dieses Strandes befinden wird. Ach so. Vielleicht ist es noch eine Hydra oder zwei oder eine Muschel. Eine ganze Gang von Hydren. Vielleicht auch eine ganz neue Welt. Wow. A whole new world. Genau daran habe ich auch gedacht. Das natürlich. Und du hast es verstanden. Ich weiß nicht, was ich darauf reimen soll. Und deswegen singe ich gerade einfach irgendwas. Mit zu vielen Silben. Das endet ja einfach nicht. Das ist eine never ending story. Oh, da sieht man noch was. Oh. Oh. Oh, Shikuru. Mein Gott. Eine gigantische Motte. Ah. Das ist eine Fledermaus. Oder? Das ist eine Drachenmaus. Drachenmaus. Moment, wir waren hier schon mal? Ich musste das gerade nicht irgendwie. Nee, man soll denn hier gewesen sein. Das ergibt auch gar keinen Sinn, nee. Also, das wüsste ich. Zum immerwährenden Drachen beten. Aber. Nee, Moment. Ah, wir können hier den Dracheneid leisten. Aber das wollen wir ja nicht. Nee. Jedenfalls jetzt noch nicht. Kann man ihn im Schwanz abschlagen und den immerwährenden Drachen. Der blutet. Ja, Drachengroßschwert? Und wir können immer noch zu ihm beten, obwohl wir ihm immensen Schaden zugefügt haben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, er hat auch gar keine Lebensleiste oder so, weil er halt der immerwährende Drache ist. Er ist halt unsterblich. Ja, okay. Aber ja, jetzt, das ist das, was am Ende dieses Gebietes auf einen wartet. Der immerwährende Drache. Von dem man sich ein Drachengroßschwert holen kann und... Ein Eid leisten kann. Und den Eid leisten kann, genau. Das Drachengroßschwert ist tatsächlich ziemlich nice. Es hat 390, macht 390 Damage. Das ist, ist aber nochmal 10 Punkte schwerer als unsere Dingens. Was ist das für ein Klopado? Oh, fall nicht in viel zu groß, viel zu schwer. Ja. Aber es kann irgendwie ganz coole Magieangriffe, wenn ich wüsste, wie es funktioniert. Oder wir können das auch einfach noch nicht machen. Aber ich glaube, das braucht auch irgendwie 50 Stärke oder sowas. Ja. Ach, du liebe Zeit. Wer soll denn das? Das ist doch aber schon ein New Game Plus. Ich glaube, das ist eine ziemliche New Game Plus Waffe, das stimmt. Wir können das normale Schwarzritter-Großschwert eigentlich tragen. Also auch ohne, also einhändig meine ich jetzt, ne? Hm. Aber das ist halt nicht hochgelevelt und dementsprechend ist unsere Hellebarde natürlich immer noch besser. Ja, die sollten wir weiterhin mit uns führen. Solange, wie wir den Falkenschnabel nicht dingst haben, ne? Ja. Aber so. Ja. Oh, wir können uns doch zu den Katakomben teleportieren. Haha. So wird schlussendlich mein Traum doch noch wahr. Ja, aber vielleicht landest du doch unten. Habe ich unten noch mal ein Feuer? Ja, hier. Oh, du hast recht. Weil das war damals nicht in der Liste. Entsprechend muss es der Ort gewesen sein. Ja, das stimmt, ja. Ja, du hast recht. Na, mache ich an der Stelle halt hier einfach weiter, wenn wir okay, aber wir haben auch immer noch nicht die Leuchte. Nee, das stimmt, ja. Wo müssen wir eigentlich ins Feuergebiet müssten wir. Ja, da wollten wir ursprünglich vor 5 Folgen oder so hin. Und dann ist mir was anderes eingefallen. Ja. Naja, vor 2 Folgen halt. Naja, wie auch immer. Ja. Ja, ja. 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 Ich find's stark, dass wir hier waren. Welkers Degen. Wow. So, jetzt sind wir wieder bei Quila. Nee, ich will erst neue Londo machen vielleicht, damit wir die andere Dingens noch haben, die andere Glut. Vielleicht können wir dann mit dem Falkenschnabel weiterspielen. Dann können wir wieder einhändig spielen und so. Oh, Einhändigkeit. Na, du musst dich jetzt aber entscheiden. Oder wir werfen eine Münze. Nee, ich mach Neulondo. Ich mach Neulondo. Dann mach Neulondo. Denn ich hab keinen Bock auf Bed of Chaos und das ganze Feuergebiet, was da drin ist. Das schon. Und wenn wir bis dahin stärker sind, dann ist das ja dann nur noch einfacher. Willst du nicht hier noch kurz an dem Leuchtfeuer
Habe ich? Ah ja, stimmt, habe ich nicht. Da hast du recht. Das macht er nicht automatisch. Das ist, glaube ich, in Elden Ring ist es schon automatisch, wenn du sowas machst. Das kann aber auch schlecht sein. Kann auch schlecht sein. Ich weiß nicht, in welchem Szenario, es gibt aber bestimmt eins. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ja, in Elden Ring kannst du aber auch einfach so jederzeit auf die Map und dich einfach irgendwo hin teleportieren. Oder so gut wie jederzeit. Nicht ganz immer, aber grundsätzlich gesehen. Das ist schon, naja. Quality of Life. Ja. Aber ist dann schon ein bisschen auch für Pussys. Elden Ring ist ein Pussy-Game. Hat aber wirklich die beschissensten Souls-like-Bosse überhaupt mit im Spiel. Muss ich ehrlich mal so sagen. Also wirklich, Melania kann mich mal. Ich hasse den Boss. Radahn ist eigentlich ganz cool. Ich war nur schlecht in dem Kampf. Hm. Aber Melania ist halt echt einfach nur nervig. Das Rettern wird Arbok. Warum, wie kommst du da jetzt rauf? Hast du das nicht gesagt? Nein. Radahn? Radahn. Ach so, Radahn. Okay. Einfach so random aus Rettern wird Arbok. The more you know. Da gab es aber auch nie irgendwie noch in den ganzen weiteren Generationen Weiterentwicklung, oder? Das nee. Rettern wird Arbok und das es Arbok gibt auch, glaube ich, kein Mega-Arbok oder sowas. Gab es auch nicht, ne. Oh shit. Ich habe vergessen, den Fluch einzusetzen. Schnell, sie kommt. Oh Gott, ich kann gar nicht hingucken. Ladies. Haben wir es jetzt eingesetzt? Ich glaube schon. Das hat das Geräusch gemacht. Auf geht's. Nein! Weil wir wurden, glaube ich, angegriffen bevor. Ey, wehe, der hat den aufgebraucht und... Okay, nee, hat er nicht. Gut, danke. Es gibt bestimmt irgendeinen Händler, der sowas verkauft. So ist es nicht, aber ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, wer. Vielleicht die in dem... Dingens eingesperrt ist. So ja, am Anfang des Games, ja. Ja, die in dem Loch da, ja. Okay, gut. Wir haben wieder welche gedroppt bekommen. Alles in Ordnung. So, und jetzt müssen wir dahin laufen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich hab ja erstmal, oder wo ich eigentlich lang gelaufen bin, aber nicht hin musste. Ich wollte ja eigentlich zur Feuerhüterseele und jetzt müssen wir hier lang halt. Aber jetzt sind wir auch so stark, dass wir die alle einfach one-shotten. Ja, als ich damals hier war, war das nicht so. Hast du das Gebiet auch schon mal versucht? Ich hab's schon mal versucht, ja. Ich bin, kommt noch 2-3 Räume weitergekommen. Es sind einfach so viele. So, dankeschön. Können wir jetzt mal aufhören, Ladies? Ich nehme einfach mal an. Oh, ich glaube, der Fluch hat aufgehört. Oh nein. Nein, hat er nicht. Okay. Ich habe nur nicht getroffen. So, trinken, danke. Dank Souls. Yeah, jetzt wird voll abgedankt. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay, da muss man also von unten dann, das ist quasi so ein Shortcut, wo man von unten dann wieder nach oben hinkommt. Ah, ja. Alles klar. So, jetzt ist hier rechts, glaube ich, ein Gegner, ein Geist, ein was weiß ich nicht was, aber nein. Doch, da. Weg mit dir, danke. Oh! Eine Nebelwand. Mein Sohn, es ist eine Nebelwand. Ja. Echt Vater, das ist ja total schön. Echt Vater? What the fuck? Ist das eine Falle oder? Ja, eigentlich. Ich mich zu sehen. Kommt hinter dir ist irgendwas gespawnt oder das war wieder nur so ein Flitzefall? Naja, das war wieder so ein Angriff, ja. Okay. Die haben aber nicht getroffen. Was ist denn hier schon wieder Geiles? Ist so ein Ding im Wasser. So ein Ding. Okay, solange halt unten der Wanderfluch noch ausgegraut ist, wissen wir, der ist noch, also den, den wir jetzt haben, ist noch aktiv, ja. Genau. Verstehe. So, war das hier runter? Bin mir gerade unsicher, wo genau ich hin muss, aber ich glaube, hier ist schon... Viele auch. Ja. Das ist wie in Asterix erobert Rom. Überall Römer. Überall Römer. Wo er auf dem Geisterfeld schläft. Ja, stimmt. Ist jetzt Gespenster-Time. Nein, ich stirb nicht! Oh, wirbel davon, mein gewiefter Freund! Ja, sehr gut. Und dann besauf dich. Oh, man, die machen aber auch wieder, weißt du, über ja. 5000 Kilometer. Ja. Mach das doch mal fair, Leute. Sunny fair. Ja, aber clean bleiben. Jesus Christ!
Das klingt wie so eine Aufmachmusik zum Wrestling. Jesus Christ. Jesus Christ. Also auch wieder eine Vorrichtung, die sich nicht bewegt. Eine Tür, die verschlossen ist. Generalschlüssel. Ja, das... Oh Gott. Nee, wir brauchen erstmal... Hier ist irgendwo ein Dude auf so einem Dach und mit dem müssen wir erstmal reden. Und der gibt uns die Schlüssel, damit wir hier unten das öffnen können. Und dann können wir hier das Wasser ablassen. Carlson. Ja. Wenn ich mich gleich umdrehe, sind da bestimmt irgendwie 3, 4 von diesen komischen Geistern. Dann rede ich nicht um. Das sind tatsächlich 4. Das ist eine scheiß Gegend. Das ist, keine gute nicht. Nachbarschaft. Nee. Oh, so. Jawohl, ja. Das tut gut. Kann man hier rüberrollen, ja? Ja. Yep. Aha. Und hier ist jetzt irgendwo eine Renate? Ich weiß auch nicht, ich habe von mir selbst verstanden, dass ich gesagt habe, ein Hot Tub, aber... Hot Tub. Girl, I'm gonna make you sweat. Ah, noch ein Wanderfluch, sehr gut. Sehr schön. Ist noch gültig. Hier ist die Leiter. Ah. Gut, dass ich hier reingefallen bin. Ja, ja, dass du jetzt wieder rauf gehst. Ja. Und damit kommen wir aufs Dach. Nein. Ah, aufs richtige Dachlichere Dach. Da, wo ich hin will. Ja. Und da ist der Typ. Den ich meine. Das ist so ein Kundenkumpel. Ja, ein Kundenkumpel. Aber das ist roter Kundenkumpel. Well, this is a surprise. I get few visitors. Save for ghosts. You oh ja. The Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard yep. over. This is the key to the seal. Das Siegelschlüssel. Deswegen hat man die Ruinen geflutet. Wegen dem Schlüssel. Nee, aber da, dass man die festgesetzt hat halt. Da, ne, unter dem Wasser können die nichts. Ach so. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias yep. traversed the Abyss. Mm-hmm. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Das ist der Hinweis, dass man halt zum Grab von Artorias gehen soll, um halt dann in den Abgrund gehen zu können. Also hier kriegt man diese Information überhaupt her, dass man Artorias Grab aufsuchen soll. Dafür brauchst du halt dann das Wappen von Artorias. Da musst du dann halt einfach den Namen im Kopf behalten und dann... Ja, yeah. Aber wir waren noch beim Grab vom Artorias. Ja, genau. Okay. Das haben wir schon gemacht. Aber hier kriegt man die Information ursprünglich eigentlich erst her. Ja, aber im Prinzip läuft man doch trotzdem nur durch die Gegend. Ja. Und findet dann das Grab. Naja, wir mussten halt aber das Crestfeuer kaufen. Wir sind doch beim Grab nicht in den Untergrund gegangen, oder? Nee, aber wir müssen erstmal zum Grab, um dann in den Untergrund gehen zu können, quasi mit dem Ring, den wir bekommen haben, weil wir Sif besiegt haben. Ja, okay. So, jetzt muss ich gucken. Ich kam vorhin von hier, bin dann hier rein und dann da lang gelaufen. Okay. Ja, ich muss gerade gucken, wo das, wo nochmal die Tür war, die gerade verschlossen war. War das denn hier lang? Die ist jetzt offen. Nee, naja, ich habe jetzt den Schlüssel für... Ja. Die Tür, die gerade zu war. Aber das war nicht, das war es nicht, nee. Hier liegt ein Item, deswegen können wir hier noch nicht gewesen sein. Got Item! Hier hoch und dann so da hier links weg. Genau. Und da war dann hier die eine da der Wand. Boop. Die will nicht, die. Sei froh. Die spielt Verstecken mit dem. Sie sehen mich bestimmt niemals. Merk gar nicht, dass du so halb durch die Wand durch ist. So, Siegelschlüssel benutzt. Und jetzt können wir hier diesen Schalter, genau. Hebel, dieses Ding, was auch immer drehen und lassen jetzt das Wasser ab. Genau, dann geht das Schleusentor auf und dann wird das Wasser abgelassen. Und dann suchen wir halt den Abgrund. Ja. Und dort haben wir dann einen der großen 4 Bosse schon. Ah ja. Eigentlich wollte ich nur die Glut suchen hauptsächlich, aber wenn wir jetzt schon mal einen der Hauptbosse noch mitbesiegen kann. Ich habe vergessen, dass das... eigentlich relativ zügig geht, wenn du die Four Kings machen willst. Ich muss ehrlich sagen, die Four Kings habe ich bisher immer First Try geschafft. Und ich verstehe nicht, wie Leute damit eigentlich großartig Probleme haben können.
Weil der Boss jetzt eigentlich nicht so schlimm ist. Meiner Meinung nach. Aber mal sehen. Bisher hat sich ja alles in diesem Let's Play als schlimm dargestellt, wo ich gesagt habe, ja, eigentlich ist es ja nicht so schwer, du. Ja. Ne? Cause nobody is exempt from their own hubris. Aber hier sind richtig... Hier sind richtig blöde Gegner. What? Das ist die große Tür von den Valley of Drakes. Hier ist jetzt das Wasser abgelassen worden. Ah, da ist irgendwie... Wow, guck ihn dir an. Ist das einer von den Bossen? Nein. Aber warum nicht? Der ist... Das ist schon... Diese Gegner sind nervig, aber er gehört halt nicht zu den Four Kings, also nicht zu den Hauptbossen. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Skeletor. Ja. Ja. Ist er. Ist Skeletor. Okay. Und er hat seine Skeletor Brothers hier auch. Deine Skelebros. Deine Skelebros, genau. Oh Gott. Oh, Skelebro. Hier ist sogar schon die Tür zu den Four Kings. Ich wollte zwar eigentlich erst die Glut sammeln, aber ich kann auch erstmal die Four Kings machen. Four Kings quasi so ein Gleichnis zu den vier apokalyptischen Reitern. Das ist eine sehr interessante Idee. Kann sein, weiß ich nicht. Okay, wenn ihr es wisst, wenn ihr irgendwas dazu jemals in eurem Leben erfahren habt, schreibt doch in die Kommentare und spoilt es für uns alle. Oder? Ist hier einfach nur, nee, hier ist einfach nur ein anderes Gebiet. Okay, hier sind nicht schon die Four Kings. Ich dachte jetzt schon. Oder geht man eigentlich von der anderen Seite hier lang? Ich gucke von links. Ich bin sehr, sehr verwirrt gerade. Ja. Oh Gott, da ist noch einer von den Skelly Bros. Oh, was? Ja, die haben halt so, ja, die haben so ein krasses Schild und das, die nerven halt echt. Und was in Dreitöffels Namen? Blob mit Gesicht. Blob mit Gesicht. Der hat unsere Kutte an. Das ist der Demon Souls Verlangs Dingens. Ja. Verlangen. Aber das was ich ein bisschen vermisse, ist tatsächlich in Elden Ring ist es so, wenn du eine Gruppe von Gegnern besiegst, dass du halt ein bisschen von deinem, da heißt es nicht Estus, aber Estus zurückbekommst halt einfach. Ja. Das ist hier halt nicht der Fall. Da ist es Trinktus. Nee, da ist es eine Flasche voll Pupu-Tränen. Pupu-Tränen? Pure Tränen. Pupu-Tränen. Du bist so ein Kind. Ja. Aber du hast mir letztens auch gesagt, wir bleiben eigentlich unser Leben lang 5. Das ist richtig. Try Finger Butthole. Ah. Ich glaube nicht, dass Kinder das verstehen. Das hat auch nichts damit zu tun. Na gut. Pass auf, das ist noch so ein Kundending. Oh, ein Skelly-Boro. Ja, ein Skelly-Ball. Ein Skelly-Bo. Ja, zwei davon. Das ist dann schon wieder ein kleines Problem. Nein. Ich dachte... Oh ja. Ich konnte nicht wegrennen. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht wegrollen. Er hat einfach nicht darauf reagiert. Ich verstehe nicht warum, aber okay. Help, I'm stuck. Skelly Bro. Oh. Was, hier sind wir wieder? Ja, wir haben ja kein einziges Feuer. Jesus Christ. Da unten. Warum haben wir nicht ein einziges Feuer? Aber du könntest ja googeln, ob es in Neulondo ein Bonfire gibt. Aber ich glaube, wie gesagt, nicht. So viel war denn das nochmal? War das nicht irgendwie hier runter? Londo? Bonfire. Da geht's ja dann nicht zum Dingens, zur Glut oder so, aber... New Londo Ruins. Hier war doch dann schon dann nach oben. Is the location in Dark Souls and Dark Souls Remastered. The flooded ruins of the city of the... We value your privacy! Arr! Fuck you, ihr dämliche scheiß Pop-up. Genau, und dann geht man da rein. Aua! There is no bonfire in the area. And it serves as the gateway to the abyss once you lower the water level. Tja, da haben wir schon mal die Antwort. Okay. Wobei, das ist Tutorial. Oh ja, ein Vorteil, wenn wir den
wenn wir den Falkenschnabel noch aufleveln, ja, wäre natürlich auch wesentlich weniger Gewicht. Ja. Aber fehlt uns nicht gerade auch irgendwie ein Kleidungsstück? Warum sind wir fettrollig? Ja. Was? Warum sind wir fettrollig? Das ist hier. Weil ich den Havelring ablegen muss, damit wir hier unten überhaupt weitermachen können. Ah, verstehe. Weil, wenn wir hier unten schon kein Bonfire hatten, dachte ich mir, scheiß drauf, dann machen wir direkt die Four Kings. Upp. Auf geht's! Sonst wären wir jetzt schon einfach gestorben. Das ist quasi jetzt The Abyss. Genau. Oh Mann, sind wir sexy. Wir sind immer noch am Fat Roll. Da ist der erste, okay. So, wir sind jetzt hier also quasi wirklich in der absoluten Dunkelheit. Yep. Das ist wie hier in Stranger Things. Das habe ich nicht geguckt, aber ja. Ja, das ist Spoiler. Da kämpfst du gegen die Four Kings. Okay, und... Ich facetank jetzt irgendwie ziemlich viel. So, weil die möchte man schnell durchspielen oder machen. Ja. Weil nach einer Weile, das ist auf wirklich tatsächlich auf so einem Timer, spawnen dann halt die anderen von den Four Kings. Ah ja, okay. Also die. Da ist der zweite. Und wenn du die halt nicht schnell machst, dann hast du halt mehrere davon am Arsch. Ja, das ist natürlich, das ist quasi unmöglich. Boah, der ist aber riesig, ne? Der steht quasi, irgendwo weiter unten. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das ist hier wie so RPG-Super-Endboss. JRPG-Endboss. Schon. Wie wenn Squall und die Jungs im Weltall im Universum schweben. Und irgendwie stehen. Ah, ist schon verrückt. Wo ist der nächste? Wo ist er? Da. So, komm näher. Komm näher. Jo. Ramona, come closer. Autsch. You must come closer. Whoop. Die steht quasi irgendwo, oder eher, wie auch immer. So, danke. Der wächst und quasi aus dem Erdboden quasi hoch. Richtig geil. So, einer noch. Vor allen Dingen, man kann aber auch, wenn man wenig Schaden denen macht, kann man die einzelnen Four Kings auch besiegen. Und dann spawnen sogar noch mehr rein, wenn die große Leiste halt noch nicht leer ist. Ah, okay. Aber man kann auch halt dementsprechend viel Schaden machen, dass man nur drei von denen spawnen muss, um denen aber auch schon mehr als genug Schaden zu machen. Das ist interessant. So, wenn der letzte Hit... Das ist ein Hard-Hitter, wa? Oh, ja. Okay. Hard-Hitter, Babysitter. Warum? Ja. Oh, okay. Okay. Kein First Try, leider, aber... Guter Versuch. Velkasti. Schluck was. Bin dabei. Coolio. Yeah. Hier, die Treppe rauf. Ja, yeah, das Treppchen rauf. Da, dann ist hier der Blob. Der Umhangtyp. Da ist hier nämlich noch einer. Witzig, aber wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Ja, ich versteh's nicht. Er hat eigentlich, der kam ein zweiter von der Seite. Ja, aber der erste hat eigentlich an dir vorbeigeschlagen. Ja. Er hat dich zwar erwischt, aber er hat eigentlich an dir, also in meinen Augen nach, hat er vorbeigeschlagen. Ja. Ist jetzt nicht viel wert, die Aussage, aber naja, ich glaube, manchmal ist das Spiel schon ein bisschen Tricks, das. Exakt. Genau, hier ist der Dude und dann da die Treppe rauf. Genau, und da ist auch schon unsere null Seelen. Nicht ganz. Mann! Du hattest einen ganzen Geist getötet. Naja, stimmt. So, jetzt kommt er hier. Und dann springst du dran vorbei und dann hier links ist schon die Tür. Ah ja, okay. Und da kann man jetzt quasi den Weg nach oben. Unten. Ja, aber erstmal nicht vergessen, Ring von Artorias. Ja. Musst du nicht. Achso, das ist ja hier alles ganz schön gefährlich. Und jetzt haben wir halt einfach nur eine extreme Fat Roll, deswegen hatte ich so viel von unserer Rüstung ausgezogen. Ja, aber ich glaube, gegen die Four Kings ist das eigentlich relativ... Du musst eigentlich nur rangehen, oder? Ja. Ich habe sowieso relativ viel gefacetankt und wenn ich jetzt noch mehr Rüstung habe und alles, sollte das eigentlich nicht das große Problem werden. Ja. Ich gehe vorsichtshalber auch immer noch ein bisschen weiter runter und mache das von ganz... Und man kann eigentlich von oben versuchen, runterzufallen. Aber da sind dann auch noch immer so Zwischenstufen und wenn du da auf einer landest, dann stirbst du halt einfach. Das ist halt auch nervig. Ja. So, wollen wir jetzt hier sehen. Wow. Da. Hello.
kommt hier einfach in die Existenz reingespawnt. Oh. Ja, ist doch gut. Lass mich doch erstmal. Warum trinkst du nicht? Sperrstunde. Das hat er vorher aber nicht gemacht. Ich habe wegrollen gesagt, aber ist gut. Was ist das für ein Dimensionsriss? Ich habe keine Ahnung, was die jetzt hier plötzlich für Angriffe machen. Ich weiß auch nicht, warum er gerade gesprungen ist, anstatt zu rollen. Warum rollst du zweimal? Gut, dass ich getrunken habe. Oh Gott. Was? Oh, der zweite ist schon da. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Aua. Jetzt müssen wir ein bisschen... Ich habe sogar geleuchtet, dass ich getrunken habe. Ich verstehe es nicht. Ich habe noch nie so viele Probleme mit diesem Boss gehabt. Also diesmal wirklich. Oh, jetzt ist sogar schon der dritte reingekommen. Das ist ja... Unfassbar. Einmal versuche ich es noch, die Folge. Dann ist die Zeit vorbei. Ja, gut, okay. Haben wir eigentlich... Auf welchem Level haben wir eigentlich unsere... Auf plus 3 Grad mal. Okay, weißt du was? Ich mach was anderes. Okay. Kammer der Prinzessin, ja. Die Prinzessin? Aber. Hm? Aber? Aber. Die Folge ist vorbei? Ja, nee, ich will wissen, was jetzt hier abgeht. Was jetzt abgeht, ist, ich möchte hier zum Schmied gehen. Ja. Um bei ihm noch ein bisschen Funkeltitanit zu kaufen, damit wir unsere Schwarzritterlebade nochmal aufrüsten können, damit wir mehr Schaden machen. Moment. Ja? Hier ist ein Schmied. Ja? Hier ist der riesige Schmied. Genau, der große. Ah ja, dann können, können wir auch die eine Glut abgeben. Ja, okay, gut. Genau, genau, genau. Deswegen ist auch ganz gut, dass wir jetzt so ewig lange keine von unseren irgendwie Aufsammelseelen aufgebraucht haben oder so. Jetzt können wir die alle halt einfach benutzen, um dann unsere Waffe abzugraden. Ja. Genau. Hast du dir gemerkt, wie du zu den Four Kings kommst, um sie selbst vielleicht machen zu können? Naja, du wirst mehr den Weg weisen können, aber prinzipiell ja, irgendwie da runter, dann über die Brücke, dann da so rechts runter und so ein Ding runterfallen und dann irgendwie so eine Leiter hoch. Genau. Die eigentlich eine Treppe ist. Dann ja, an dem Blob links vorbei und dann durch das eine Nebelwandding und dann runterfallen. Kein Problem. Könnt ihr mal aufhören? Alles noch im Kopf. Denken sich wahrscheinlich auch unsere Zuschauer, weil die Folge so lang wird. Nein, aber ja. Ich will halt wirklich verhindern, dass die irgendwie unseren Schmied hier töten. Ja, das wäre doof. Danke. Niemand mag einen toten Schmied. Mhm. Außer den untoten Schmied, den wir haben. Ja. Das ist cool. Oh, er will sie offenbar auch nicht. Sicher? Aber wer würde die dann denn wollen? Richtig, André hat ja gesagt, er kann damit nicht umgehen. Und der andere Knochenmann wollte die doch auch. Der wollte die auch nicht. Also gucken wir doch mal. Die blaue Glut, es gibt doch keinen weiteren Schmied, oder? Nee, das sind die drei, die es hier gibt in dem Spiel. 30.000, oh mein Gott. New Game Plus Schmied? Eigentlich sollte das nicht sein, nee. Ah nee, erstmal möchte ich Gegenstände kaufen, nämlich Funkeltitanit. Eins brauchen wir für ein Level und dann noch zwei, glaube ich, für das nächste. Und dann müssten wir, glaube ich, unsere Schwarzritterlebade auf plus 5 bringen können. Bitte was? Ich habe doch gerade Funkeltitanit gekauft. Habe ich es nicht gekauft? Ich bin auf Abbrechen gegangen. Okay. Sicher? Ja. Okay. Naja, jetzt funktioniert es anscheinend schon. Oh, wir brauchen 4. Ja. Ist ja kein Problem. Come soon. Wir haben ja noch mehr als genug hier solcher Seelen. Hm. Wir haben noch eine ganze siffige Seele. Wir brauchen, glaube ich, 2 noch, ne? Ja, wir hatten 2, wir brauchten 4 entsprechend. Wenn ich mich nicht verzähle, dann würde ich mich verzählen. So, das müsste reichen. Okay, Gegenstand kaufen. 2.
Und dann Gegenstand verstärken. Unsere Schwarzritterlabade macht dann 367 Base Damage. Base. So, und dann gucken wir mal im Menü. 367 plus 125. Scaled besser mit Stärke als mit Dexterity. Unser Falkenschnabel plus 10 macht 220 plus 121. Nun, ich glaub, da müssen hat wir aber besseres Scaling für Beweglichkeit zum Beispiel. Okay. Aber das ist ja relativ egal. Jo. Was nicht egal ist, ist, dass die Folge jetzt vorbei ist. Genau, aber jetzt haben wir eine voll upgradete Schwarzritterlabade. Das ist doch auch schon viel wert. Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Lasst doch einen Kommentar da und ein Like und vielleicht auch ein Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls Remastered. Und tschüss, bis dann. Bye.